Und herzlich willkommen zu einem ersten neuen Filmchen. Zu einer ersten neuen Folge. Scheiße, falsch angefangen. Zu einer ersten neuen Folge Let's Show World of Warships. Und zwar wurde jetzt der deutsche und der russische Forschungsbaum hinzugefügt. Und was wir hier sehen, ist das Starterschiff der deutschen Marine, die Hermelin. Ja, können wir kurz mal drauf eingehen. Jahr des Entwurfs 1939, Hermelin, ein Kreuzer Stufe 1. Ein großes gepanzertes Kanonenboot, das hochseetauglich ist und für den Einsatz in den Kolonien gedacht war. Die Hermelin war bis auf ihre starke Bewaffnung auch für ihre Geschwindigkeit bekannt, die für diesen Schiffstyp ungewöhnlich hoch war. Überlebensfähigkeit des neuen Artillerie 22, Flugabwehr 23, Manövrierbarkeit 46 und die Verborgenheit liegt bei 81. Ja? 9000 Trefferpunkte. Entschuldigung. Resterkältung, immer noch. Also 9000 Trefferpunkte, Panzerung 6 bis 35 mm stark. Die Feuerreichweite der Hauptbatterie beträgt 7,8 Kilometer. Die Hauptbatterie ist 128 mm L61 SKC 42, 2x2 128 mm. Die Flugabwehr ist die Flabbewaffnung 20 mm, Flak Zwilling 38, 2x2 20 mm, Flabbewaffnung, 37 mm, Flak Zwilling 30. 3x2 37 mm und die Flabbewaffen 128 mm L61 SKC 42 2x2 128 mm. So, Manövrierbarkeit. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 24,3 Knoten. Der Wendekreisradius beträgt 360 Meter, die Ruderstellzeit 3,3 Sekunden. Die Verborgenheit ist bei Oberflächensichtbarkeitsreichweite 8,6 Kilometer, Lufterkennbarkeitsreichweite 4,0 Kilometerchen. Ja, und zu den Modulen. Zack, da ist er wieder. Zu den Modulen. Wir haben halt drin schon die aufgerüstete Geschützvariante, die 128 mm L61 SKC 42 Hauptbatterie. Das sind 15 Schuss die Minute. Dauer für 180 Grad Kehre 18 Sekunden. AE-Granaten Höchstschaden 1500, AP-Granaten 3000. Das heißt, ich werde versuchen, mal mit den AP-Granaten zu schießen, glaube ich. Ja, der Rumpf, Hermelin A-Rumpf. Trefferpunkte 9000, Panzerung 6 bis 35 mm hatten wir schon. Zwei Haupttürme, 7 Flaklafetten. Die Feuerleitanlage ist die FKS Typ 1 Modifikation 1. Erhöht der Feuerreichweite 0, ist halt Standard. 7,8 Kilometer hatten wir schon. Die Leistung des Motors ist 15.000 PS für die besagten 24,3 Knoten. Ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal ganz gruselig. Was gibt es hier noch zu sehen? Ich sehe mich jetzt erstmal wirklich hier um, was es hier eigentlich so alles gibt bei dem Halloween-Hafen. Ah gut, ich würde sagen, wir starten einfach mal. Ich mache diesmal Zufallsgefecht. Hoffentlich braucht er nicht zu lange zum Suchen. Nee, braucht er nicht. Braucht er nicht. So, erzielen Sie 1000 Punkte von dem gegnerischen Team. Teammitglieder. Wir haben da einmal eine ganz große Auswahl Hermelin. Hashidate, die Orlan, das ist der russische Kreuzer. Samson, Storoschewoi und auch russisches zweites Schiff, die Erie und die Chester. Ah, es wird interessant. Samson Torpedo, ne? Samson war Torpedokreuzer. So, Quechtsdorden. Und gleich mal Stoff geben. Ah, ist ein schönes Schiff, muss man schon sagen. Und Geschwindigkeit ist wirklich nicht ohne, wenn er erstmal in Schwung ist. Der alte Kahn. Ich glaube, ich mach's wieder mal auf meine alte Taktik. Weil die Teamkollegen irgendwie noch nicht anwesend sind. Doch. Er bewegt sich. Tut er? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, unser Torpedokreuzer ist anscheinend... Doch, jetzt ist er auch da. Legt auch gleich los. Ihr folgt mir. Okay. So. Sehen können wir noch nichts. Da ist die Base, die wir theoretisch einnehmen könnten, müssten.
Da ist der erste Feinkontakt. Auf 7,7 Kilometer. Und den kriegen wir. Verdammt. Aber wir haben eine relativ gute Nachladezeit. Und jeder Schuss ein Treffer. Deutsche Präzision. Aber es ist ein Torpedoschiff, ne? Könnte gefährlich werden. Verdammt. Ich hätte vorher auf AP wechseln sollen. Und wir müssen einmal eine große Kehrtwende machen. Denn wir haben argen Feindkontakt. Und gerade kam irgendwas über Steam. Nein! Dich kriege ich aber eher. So, der sitzt doch bitte. Bitte, bitte lass den sitzen. Scheiße, scheiße, scheiße. Ganzes Gegnerteam gefunden. Was soll denn der Mist? Die haben sich gerammt, jawohl. Sehr schön. Gut, alles klar, das war's leider für mich. Ich mach jetzt mal einen kleinen Cut und wir sehen uns dann gleich in der nächsten Folge wieder. Können wir ja gleich dran ansetzen. Also, bis gleich. Willkommen zurück zu Herbelin. Nach dieser kurzen Unterbrechung. Was haben wir denn da oben am Mast? Was ist das da? Ach, so ein Steuerding. Okay. Willkommen zurück zu Herbelin nach dieser kurzen Unterbrechung. Ich will jetzt nochmal ein schönes Gefecht, in dem ich ein bisschen länger überlebe. Sind das hier Torpedos? General Quarters. Jetzt mal im Ernst, sind das hier hinten Torpedos? Good luck, everyone. Was machen die da und warum? Verstehe ich nicht. So. Da geht's auch schnell vorwärts. Die Hermelin sieht den heutigen Kreuzern unserer Marine aber schon sehr ähnlich, finde ich übrigens. Vom Deckaufbau, von diesem kastenartigen. Nicht diese geschwungenen Formen oder verkastelten Türme. Sondern irgendwie so dieser Zack-Block. Deswegen sah das Schiff schon sehr modern aus für sein Alter. So sieht es zumindest, meine ich. Naja. Ich glaube, die Russen haben einen ähnlichen Aufbau vorne mit dem... Ich habe den nämlich noch nicht gespielt, die Orlan. Ja, die haben ähnlich so einen kastenartigen Flachaufbau. Aber mal gucken, ob wir nicht irgendwie abkürzen. Feindkontakt. Na klar. Gleich erstmal alle auf einmal. Und gleich die andere Hermelin. Und da auch noch. Na klar, die kommen wieder alle bei mir lang. Aber ich muss wieder auf den Rückzug. Das gibt's doch nicht. Wir wechseln den Granatentyp. Ich will AP.
Mein Motor ist leise und unfähig. Das ist schlecht. Komm schon, komm schon, komm schon. Nein, nicht schon wieder. Warum kriege ich eigentlich immer die Kurve, wo die alle rumfahren? Was ist denn da neulich los hier, ha? Huh? So, hier ist der Kollege, ja? Na ja, ist schon auf Rückzug. Ist aber auch fies hier. Die reden irgendwas auf Türkisch im Chat. Nun ja, das wird wohl sonst nichts mehr. Ich hoffe, es konnte euch trotzdem einen relativ guten Einblick in die Hermelin geben. Ja. Von mir soll es das jetzt an dieser Stelle gewesen sein. Wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein, habt Spaß und ich werde jetzt endlich mal die Steam-Nachricht lesen. Bis dahin, haut rein, wir sehen uns und gute Fahrt.